In der Diskussion um die Einführung des umstrittenen E10-Benzins wird gerne Brasilien als Vergleich herangezogen. Denn dort werden die Motoren zum Teil mit reinem Ethanol, also sozusagen E100, betrieben. Dieser Typ 2 zum Beispiel. Bis heute erfreut sich dieses unzerstörbare und robuste Auto in Südamerika großer Beliebtheit. Angetrieben wird es von einem wassergekühlten Motor mit 1,4 Liter Hubraum in Total Flex Ausführung. Das bedeutet, er kann Benzin oder Alkohol in jeder beliebigen Mischung fahren. Aber dieser Motor wurde nur für Brasilien entwickelt und hat Europa nie gesehen. Der Grund für diese Technologie ist nachvollziehbar. Brasilien hat eine Zeit lang sein Zuckerrohr zu Treibstoff verarbeitet, um sich vom Erdöl unabhängig zu machen. Mittlerweile ist man davon übrigens wieder weg. Würde man diesen Sprit in einem Standard- oder gar in einem spritsparenden Hightech-Motor verbrennen, würde dieser langfristig kaputt gehen. Ein kleiner Ausflug in die Chemie kann ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Ethanol ist durch seinen instabilen Wasserstoffanteil aggressiv, insbesondere gegen Leichtmetall. Es greift aber auch Dichtungen und Kunststoffe an. Zudem ist es hygroskopisch. Das bedeutet, dass der Sprit die Eigenschaft hat, Feuchtigkeit aus der Umgebung zu binden. Diese Probleme kennt der brasilianische VW Typ 2 nicht, weil sein Motor für den Betrieb mit Ethanol speziell ausgelegt wurde. Und so befeuert wird er mit seinen 80 PS trotz des aggressiven Sprits dem alten VW-Motto folgen: Er läuft und läuft und läuft.